was Sie bei einem interventionell-radiologischen Eingriff erwartet. Unter interventioneller Radiologie versteht man minimalinvasive und damit wenig belastende Eingriffe, die unter Zuhilfenahme bildgebender Verfahren und unter örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Im Gegensatz zur offenen Chirurgie ist die interventionelle Radiologie mit weniger Schmerzen und Risiken und kürzeren Krankenhausaufenthalten verbunden. Nach der Anmeldung an der Rezeption und einem Gespräch mit einem Facharzt für Radiologie, der all Ihre Fragen beantwortet und Sie über den Eingriff und mögliche Risiken aufklärt, geht es in den Behandlungsraum. Hier erhalten Sie spezielle Kleidung zum Anziehen und werden auf dem Behandlungstisch bequem positioniert. Vor dem Eingriff wird die betroffene Körperregion desinfiziert und steril abgedeckt. Dann erhalten Sie die örtliche Betäubung. Über ein winziges Loch können die Radiologen nun fast jede Stelle im Körper erreichen und den notwendigen Eingriff vornehmen. Durch die Live-Bildgebung kann der Eingriff, wie zum Beispiel das Verschließen oder Öffnen eines Gefäßes, unmittelbar überwacht und der Erfolg kontrolliert werden. In der Regel können Sie nach ein paar Stunden Überwachungszeit am gleichen Tag nach Hause gehen. Nur bei wenigen Eingriffen ist ein stationärer Aufenthalt notwendig. Für mehr Informationen besuchen Sie www.team-radiologie.ch.